Herzlich willkommen allen Freunde zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ja, der Laden ist fertig und jetzt feiern wir ordentlich. Also dann, wie euch bestimmt schon bekannt ist, wurde Nux Laden wieder eröffnet. Das wollen wir feiern. Yeah. Juhu. Danke, vielen Dank. Nimmerland entwickelt sich prächtig und das ist euch allen zu verdanken. Ja. Ich möchte nun den Repräsentanten von Nux Laden, Nepp und Schlepp, um ein paar Worte bitten. Nepp, Schlepp, werdet so nett. Liebe Bewohner von Nimmerland, wir haben Nux Laden umgestaltet und das beeindruckende Ergebnis seht ihr hier. Ganz genau. Wir haben auch unser Warenangebot enorm erweitert. Dadurch können wir euch auf dieser Insel besser der Nähe unterstützen. Ja, vielen Dank. Als nächstes noch einige Worte einer gewissen Person, die stets aufs Neue zum Wachstum dieser Insel beiträgt. Ich spreche natürlich von unserem Inselsprecher Moritz. Möchtest du denn etwas hinzufügen? Dem etwas hinzufügen, Moritz? Pabella soll raus. Yippie? Tja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauende Worte, Moritz. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, das da zu drücken. Und ja, in diesem Sinne, Nux Laden sowie Nimmerland verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Oh, ich wollte kein Video machen. Egal. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. So, unsere To-Do-List heute ist auf jeden Fall das Museum zu machen. Also den Distrikt vom Museum verhübschen. Ich habe gesehen, Leufo ist es da. Der ist, konnte man gerade kurz sehen, da vorne. Aber es interessiert mich eigentlich gerade nicht. Ich habe Geschenke bekommen. Eins ist von Jorna und das ist wahrscheinlich von Jorna und das hier ist von Sam. Er hat mir das Königsgewand gebracht. Finde ich sehr, sehr nett. Sieht auch cool aus. So. Hier haben wir einen Geldbaum. Ich nehme den mal einfach mit, damit ich das nicht vergesse. Oh, 10.000. Ich glaube 10.000 war maximal, wenn ich das hier so sehe. Genau, wir gehen jetzt erstmal zum Laden und gucken mal rein. Karottenbett, Lagerfeuer, okay. Diesmal zwei Möbel kann man da abgeben, aber warum so viel hat das noch nie gebracht, finde ich. Willkommen in unserem brandneuen, voll renovierten, general überholten, extra ausgebauten Einkaufstempel. Und du beehrst uns gleich am ersten Tag nach der Neueröffnung. Ach, womit haben wir das verdient? Bitte bleib uns weiter treu. Nux Laden freut sich auf dich ganz doll. Okay. Also eure Sachen sind nicht so cool. Was hast du denn hier? Eine Kinderangel. Okay. alles klar. Eine Profischaufel. Das ist ja hier interessant. Eine Profischleuder? Och, ich glaube die nehme ich mal mit. So, neue Blumen haben wir. Oh, haben wir auch. Weiß nur nicht, was hier von Neues. Leider. Nadelbäume, dann nehme ich mal 5 Stück mit. Oh, ich bin gespannt, ob wir irgendwas bei Rezepten neu haben. Ich glaube aber nicht. Bist du der Bastelboss? Das haben wir da, oder? Ich glaube schon. Ich meine schon, eine Stoppuhr, okay. Nee, die brauche ich nicht. Vielen Dank, Dankeschön. Wie ist denn euer Rübenpreis heute? 88, aha. Toll. Cool. Nee. Nichts da. Nichts da. Okay, hier kaufe ich heute mal nichts. Oder vielleicht später, aber jetzt will ich bauen. Jetzt bauen wir endlich mal den. Ja. Ihr wisst was. Brauche ich eigentlich für die Zäune? Da habe ich ja noch gar nicht nachgeguckt.
oben sieht man auch keinen Zoll, nur angegeben. Hier. Was brauchen wir denn? Stein und Eisenerz. Oh, da muss ich mir erstmal davon ein paar herstellen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich nehme meine Schaufel raus. So. Da ist Unkraut. Mann, Mann, Mann. Oh, hier haben wir schon ein Geld-Dings. Dudum. 1000 Sternis, juhu. Was suche ich denn? Achso, ich suche Geld. 10.000 bitte. Und vergraben. Sehr schön. Sehr schön. Und du kommst in den Geldbeutel. Und hier war doch ein Stein, genau. Dann hätten wir hier schon mal zwei. Ich hoffe, heute regnet es wieder, damit ich wieder nicht gießen muss. Ja, das ist so meine... Oh, guck mal. Da kam immer noch was raus. So. Na, wir brauchen aber... Oh nein, jetzt habe ich so eine blöde Blume aufgesammelt, ne? Ach Gott, nervt das. Nervt das. Okay, ich muss, glaube ich, meine Vorräte plündern. An Stein und Eisen. Weil den Zaun, den würde ich ganz gerne benutzen, tatsächlich. Steine, wo seid ihr denn? Oh, wir haben ja eigentlich noch relativ viel. Nimm ich mal so 4 Stacks mit. Etwas herstellen, bitte. Kann man den auch noch umgestalten? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wie viel kriegen wir denn davon eigentlich? 1 oder 10? Warte, ich guck erstmal. Ja, mit 10 davon. Okay. Ich mach mal so 30, würde ich sagen. Oder? Also wenn er so groß sein sollte, wie er da auf dem Bild ist, dann sind 30 ganz gut. Aber wenn er kleiner ist, ich mach 40, Leute. Ich mach 40. So, weitermachen. Bitte. Und nochmal. Okay. Dann reicht das, glaube ich, auch damit. Ach, freue ich mich gleich schon wieder auf dieses Baumeister-Ding. So gar nicht. Guck mal, was haben wir denn jetzt hier? Achso, Fossilien, okay. Rezepte meinte ich natürlich. So, dann nehme ich, glaube ich, die Abkürzung hier. Muss ich nicht komplett außen herum. Ich habe auch erfahren, ich wollte eigentlich viele Treppen machen. So 4 für das Museum, aber ich habe erfahren, dann sind 4 tatsächlich weg. Und man kann maximal nur 8 haben und... Ja, das fand ich nicht ganz so cool. Okay, so, das haben wir hier. Muss ich ja jetzt schon mit... Ach, ich gebe erstmal die Fossilien ab, glaube ich. Die ich dabei habe. Die stören mich nämlich im Inventar. Oh Gott, ey. Die Sprache heute wieder. Hoch, hoch, hoch. Ja, ja, du und dein Hoch. Willkommen im Museum von Nimmerland. Wie kann ich Ihnen helfen? Oh, sie wollen was spenden? Okay, aber bitte keine Insekten, ich habe Angst vor denen. Nee, ich habe heute nur tote Insekten. So. Oh, da ist was Neues dabei. Ulala. Ja. Geben Sie mir das lieber zurück, ja? Dann verkaufe ich das lieber, als Ihnen das zu geben, ja? So, ich will etwas stiften. Komm, ich gib's dir doch. Ich hab ein Herz, ja? Ein Diplocadus-Schädel. Oder Diplosaurus, weiß ich nicht mehr. Diplodocus. Diplocodus. Codus. Nee, Diplodocus. Alter. Prächtig, verzüglich, Sie werden es nicht bereuen. Nun denn, huste. Guter alter Diplodocus, was würden wir nur ohne ihn tun? Er verkörpert alles, wofür wir Dinosaurier lieben. Die kräftigen Beine, der enorme Schwanz und selbstverständlich dieser wundervolle Hals. Wussten Sie, dass sein Schwerpunkt so lag, dass es ihm wohl leicht fiel, sich auf die Hinterbeine zu setzen? Zusammen mit seinem langen Hals konnte er so sehr
viel mehr Futterpflanzen erreichen. Doch das Beste ist, Diplodocus wuchs wohl sein Leben lang weiter und war niemals ausgewachsen. Ach, wären wir doch alle mit dieser Gabe gesegnet. Warte mal, ich muss jetzt mal googeln, was das ist. Diplodocus. Ach, ist das auch so ein Langhals? Tatsächlich. Ist auch so ein Langhals. Zum Brachiosaurus. Und das war's im Groben. Denken Sie mal darüber nach. Ja, nimm jetzt endlich. Danke. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt. Ja, ich bin wieder weg. Ich bin wieder fix und fix weg. Okay. So, hier muss auf jeden Fall Dings hin. Hier muss noch weiter gemacht werden. Ausrüsten. Und runter. Kann man auch irgendwie 10 Äpfel auf einmal essen? Ich weiß, mit Rüben geht das, aber ich will eigentlich keine Rübe dafür verschwenden. Essen. Ah, wir müssen die Bäume nämlich essen. Oh. Mann. Oh ne, die Kirschen will ich jetzt nicht essen. Wo war es denn jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Da. Essen. Wie viele Bäume waren hier? 4? Ich glaube 4 oder so. Warte ich mal, 4. Und noch ein. So, sehr gut. Dann die Schaufel. Und zack, weg mit dir. Och nee. Belastend, egal. Dann kaufen wir uns so eine schöne Profi-Schaufel, ja? Ich bin gespannt, was sie bringt. Ich wette gar nichts. Ich wette, glaube ich, gar nichts. Oh, ich hätte auch die Narnia-Musik machen können. Und nicht Harry Potter. Okay, das müssen wir merken. Ach, wir haben noch gar nicht bei den Tapeten geguckt, ne? Okay. Gibt auf jeden Fall jetzt viel, viel mehr. Aber auch nichts Schönes. Für 2500 mache ich die mir mal. Ist die besser als die normale Schaufel? Ich weiß ja nicht. Ich bin gespannt. Jetzt lasst mich mal hier weg. Zeig mal her. Hier, okay. Ach, wir müssen jetzt wieder hier runter, ne? Ja. Ja, gut. Das Obst habe ich zum Glück noch. Na? Dann geh du mal weg hier. Und du auch. Und man kann auch 8 Brücken haben. Das hat mich auch gewundert. Ich hätte nicht gedacht, dass man tatsächlich 8 Brücken haben darf. Ich habe nämlich mit weniger gerechnet. So. Das kann auch noch weg. So, dann. Wo war das? Nee, das auch nicht. Obwohl, warte, da ist noch Unkraut. Ist auch noch weg. Hier war's. Inseldesigner. Bauarbeiten beginnen. Ist oben das Unkraut auch noch im Weg? Oh Gott, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Hey, ich habe jetzt alle Wege, wie ich gerade festgestellt habe. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh. Ich werde für das Ganze nur 2 Treppen benutzen, weil das Museum nicht ganz oben ist, wie es eigentlich ursprünglich geplant war. Aber ich wollte halt keine 4 Treppen jetzt hierfür hernehmen. Ne? Das war so mein kleines Problem. Wie viele Aufgänge habe ich dann eigentlich? Kann man es unten sehen? 1, 2, 3 habe ich. Dann hätte ich nämlich nur einen Aufgang übrig. Und das passt mir eigentlich nicht wirklich.
Wie viel muss ich noch? Ich glaube noch einen. Ja, den hier, den muss ich noch. Den muss ich noch machen. Und dann könnten wir... Ich würde ganz gerne sehen, wo der Weg da ist. Der Weg ist da, dann könnte der endlich hier. Ah, so. So müsste es eigentlich passen. Dann käme hier... ungefähr... ungefähr käme dann hier schon das Fossil hin. Warum ist denn hier? Haben wir den Schwanz? Ich muss, glaube ich, etwas weiter nach rechts. So. Und hier käme dann die Thorax. Oder ist das viel groß, das Ding? Ich glaube, es war viel groß, oder? Es könnte auch viel groß gewesen sein. Oh oh. Ich hoffe, jetzt ist meine Planung hiermit nicht zerstört. Ach, ich muss da erstmal das Unkraut wegmachen und so. Ja, Leiter. Leiter, Leiter. Oder ich muss dann tatsächlich doch ein kleineres Fossil nehmen. Ich dachte, das wäre nicht so groß. Wie viel Platz habe ich noch? Okay, ich habe noch ein bisschen Platz. Die Blumen können da ja erstmal bleiben. So, daneben. So. Okay. Die Blumen, obwohl die Bäume da, die müssen auch noch weg. Jetzt nehmen wir mal zwei. Und nochmal essen. Wir sind jetzt hier ungefähr, ne? Muss mal ganz kurz gucken. Ja, das wird noch hinpauen. Okay, es wird noch hinhauen. Ich hätte das Museum vielleicht hierhin machen müssen. Vielleicht, aber auch nur. genau, die Bäume sind im Weg. Oh, weg damit. Du auch. Also, so. Wo ist es denn jetzt hier? Ich hab... Da ist die Leiter. Da ist die Leiter. Erstmal noch ein. Noch eine Pfirsiche. Und dann die Schaufel. Ausrüsten. Zack. Nehmen wir auch mit. Den Stock auch. So, hier ist die Mitte vom Museum. Ach, das ist schon fast. Okay, hier würde es passen. Okay, dann kommt hierhin auf jeden Fall der Brunnen hin. Platzieren. Obwohl, 4 würde eigentlich sogar passen. Für den Brunnen, dann ist er tatsächlich zentral. Weil der ja, 2 groß ist. Ja, das stimmt, glaube ich, oder? Ist er 2 groß? Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob der wirklich... Ne, ich glaube nicht ganz, ne? Aber egal, den kann man ja zum Glück verschieben. Genau. So, hier der See, da muss ich aber dran glauben. Ach, dafür brauche ich die Wasserlizenz, ne? Ja. Ich glaube schon, ja. So. Machen wir hier mal kurz Cut. Also, ne? Den Fluss cuttig machen. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, ach, hier ist gar nicht die Schnellerei. Die Schnellerei ist da. Okay. Können wir dann später von dort aus eine Brücke nach hier hin machen oder so? Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Oh, Gott. Auf jeden Fall vom Fossil sollen dann Pflanzen sein. So. Vielleicht mache ich das jetzt schon mal. Profischaufel. Obwohl, dafür müsste ich erstmal das da wegmachen. Ja, ich mach das hier mal eben weg. So, weg damit. Brauchen 4, ne? 4. 4 Stück.
und 4. Super. Da muss ich ein bisschen später gucken, wie ich es mache. Ist ja denn, ich muss das Museum doch nochmal verschieben nach rechts ein bisschen. Mal schauen. So. Das hier auch noch. Und das auch noch alles hier. Kann ich einfach A drücken, Nick? Schade. Ich kann nicht A gedrückt halten. So. Oh. Ich habe ganz, ganz viele Dekorationsvideos in Animal Crossing gesehen und die verbauen sich immer alle aus Versehen. Finde ich mal lustig. Okay, dann brauchen wir das hier. So. Dann machen wir hier mal. Okay, den Boden, den kann ich gleich einzeln nochmal aufheben. Aber wir lassen es mal ganz kurz. So. Oh Gott. Wohl kann auch noch richtig sein. Stimmt. Stimmt noch alles. Hier. Und hier. So, hier kommt nämlich, hier kommen dann Blumen hin und so. Und hier kommt dann eine Tanne hin, habe ich mir überlegt. Und dann soll es hier irgendwo dann hochgehen. So. Ungefähr dann hier so, irgendwo. Das heißt, ich müsste hier dann nochmal einen reinreißen. Okay. Dann kommst du weg. Du weg. Du weg. Und du weg. Ach, ich darf den Zaun ja gar nicht vergessen. Okay, ich muss hier hinten, glaube ich, noch einen wegmachen. Daran habe ich jetzt nicht dran gedacht. Stimmt. Stimmt. Daran habe ich echt nicht gedacht. Mist, Mist, Mist. Ich glaube, ich muss die Brücke da rechts entfernen. Die stört mich. Beim Bauen. Oder? Ja, doch. Irgendwie leider schon. So. Wo haben wir hier? Aufstellen. So. Nee, am besten nach. Ach, Alter. Als ob ich das jetzt so seitlich machen muss. Ist ja hier auch wieder belastend. Oh, sie sind doch kleiner als gedacht. Ich hätte es mir schon fast gedacht. Beziehungsweise denken können. So. Ich glaube, ich muss ein kleineres Fossil nehmen, Leute. Es tut mir leid. Ich glaube, das ist echt zu groß. So. Ungefähr. Vielleicht noch einen sogar. Ich muss gerade nur überlegen. So, hier ist dann das Fossil. So, wir tun es mal eben hier hin. Hier ist nicht genug Platz, okay. Dann, so. Genau. Richtig, schieben wir jetzt erstmal in die Wand. So, das ist ja dann genau die Mitte, würde ich sagen. Das hier passt eigentlich auch mit der Mitte überein. Hier kommen Blumen hin. Wenn wir nur eins nehmen, dann passt das wahrscheinlich besser. Mit allen. Deswegen muss ich mal ganz kurz gucken. Hiermit. Ach man, ey. Ach, dieses Baumenü, ey. Hier. So. Obwohl, vielleicht mache ich erstmal die Blumen. Blume.
Blume. Ach so, weil das so mittig ist. Ah, okay. Okay, okay. Muss mal kurz gucken. Ist das hier mittiger als... Nee, das ist mittiger, ne? Also ist das hier so der Mittelpunkt hier? Okay, okay, okay. Ich hab verstanden. Könnte das hier natürlich auch umdrehen. So. Genau. Oh, ups. Ich wollte es noch da haben, genau. So. Dann kommen hier drei Blumen hin. Das kommt weg. Dann kommt hier eine Blume hin. So, oh nee, da, oh Gott, dahin. Dann, du kannst auch weg. Oh. Ich habe jetzt meine Profischleuder gar nicht. Wo ist sie denn? Da ist sie. Schießt die drei. Ich bin gespannt. Nee, leider nicht. Okay. Was haben wir bekommen? Ein Wohlfühlkleid. Oh Gott, ist das hässlich. Weg damit. Weg damit. Oh, dann kommt hier eine Blume hin. Dann da. Und hier geht's dann weiter. Okay. So. So ungefähr. Können wir hier endlich schon mal die Blumen einpflanzen. Wir haben leider nicht so viele. Wenn ich die vergrabe, ne? Kommen daraus auch Blumen? Nee. Nee, leider nicht. Schade. Das haben wir bestimmt schon mal festgestellt. Ach nee, jetzt habe ich das wieder weggemacht. So. Wir haben noch ein paar Blumen da aufgesammelt, ne? Pflanzen. Okay, wir können auch erstmal den Weg weitermachen. So, dann hier. Das können wir wahrscheinlich ja so machen. Haben wir schon einen Tannenbaum? Ich weiß gar nicht. Für einen im... Ach ja, stimmt, wir haben ja welche gekauft. Ja, so. Dann hier. So, dann müssen wir natürlich noch irgendwie ein besseres Fossil finden, was da besser hinpasst. Zwei und dann geht's nur noch da. Okay. Oh, wie weit war ich denn den Weg? War ich den zwei bereit? Ah, auf jeden Fall muss ich dich mal eben wegtun, damit ich darunter den Weg machen kann. So. Ach man, wieso kann man das nicht in Sims einfach färben? Wie in Sims. Ich mach mal 4 vielleicht. 5. 5, 5, 5, weil ich mir nicht sicher bin. So. Man soll ja auch noch drumherum laufen können. Ah, hier muss ich aber auch noch. Ah, ich glaube, das könnte dann reichen. Denke ich. Hier ist der Springbrunnen. Platzieren. So. Ah, da kommen dann noch Blumen hin. Hier kommt dann der Aufgang hin. So. Hier hin soll er dann hinkommen. Nur wir müssen dann die Brücke wahrscheinlich da wegmachen. Und ja, irgendwie anders das da machen. Ja, müssen wir glaube ich machen tatsächlich. Und hier müssen wir eh alles bisschen umdingsen. Kommt nämlich jetzt ein bisschen Wasser hin.
So. Hat der Aufgang nämlich hier mehr Platz, denn der Weg, der muss nämlich nur eins nach rechts. So. Oder sogar zwei nach rechts. Müssen wir schauen, wenn die Brücke weg ist. Genau, so. So. Hier müssen wir auch irgendwie gucken, wie wir es da machen. So, wie viele Säulen haben wir denn ab da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3. Also 4 müssten eigentlich hier noch hin. 4 müssten hier hin. Mal schauen, mal schauen. Och, da ist eine Blume im Weg. Oder ich mach's doch ein bisschen anders. Da. Nein. Hier. Ausrüsten. So, peng. Und wir machen die nicht seitlich, sondern nach oben einfach. Das könnten wir auch machen, weil dann können wir die Brücke so lassen. Das ist vielleicht auch eine Idee, dass wir das so machen. Ja. Vielleicht machen wir es echt so. So, dann nehmen wir die doch nochmal her. So. Der ist jetzt ein bisschen natürlich im Weg hier. So vielleicht, ja. So ist es ganz gut. War auch nach vielen, oder was? Dann muss ich das ja hier auch machen, oder was? Ja gut, ne? Ob das jetzt so viel gebracht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine Leiter. Ein Notfall. Warte, wie weit kann ich denn hier zum Berg? Kann ich tatsächlich noch ein Stück? So, aber erstmal müsst ihr weg hier. Weg mit euch. So, zugraben. Dann muss ich hier erstmal auch nicht ablegen. Esse ich mal hier eins. Und zwei. Dann nehme ich auf jeden Fall dich mit. Und mach das wieder zu. Und die Tanne nehme ich auch mit für unten. Perfekt. So, wir brauchen noch vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, der hier muss auch noch weg. Die beiden hier. Plateau. Und weg mit euch. Und sicherheitshalber mache ich euch auch noch weg. Oder zumindest ein bisschen weiter nach hinten. Ungefähr vielleicht so. So, Leiter brauche ich jetzt. Aber mein Inventar ist so vollgemüllt, mal wieder. So, und hierhin kommt dann der Baum. Pflanzen. So. Und hier soll dann auch der Baum hinkommen. Müssen wir vielleicht mal eben hier das zumachen. Und der andere kommt hier hin. So. Sehr gut. Dann können wir hier schon mal eine weitere Blume reinmachen. Pflanzen. Ach, mein Gott, ey. Ausrüsten. Und pflanzen. Und nochmal pflanzen. So. So ungefähr. Brauche ich wieder die Plateau-Lizenz hier. Oh, guck mal, können wir gleich zu Tina und Sina gehen. Ist ja auch was. Muss mal gucken, wie weit das auffällt, wenn man jetzt schon nach links, nach rechts gehen würde. Ja. Okay. Es wird schon auffallen. So. Warte, den machen wir auch noch weg hier. Sicher ist sicher.
Das will ich auch noch ganz gern etwas wegmachen. Das hier auch. Für etwas mehr Sicht. So, genau. Ach man, du solltest da eigentlich eine Kurve reinmachen. Egal. Egal. So. Jetzt brauche ich hier die Zäune nochmal. Aufstellen. Zack. 5, 6. Wie viel habe ich denn gesagt eigentlich? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alter. Wie viele Ballons kommen hier vorbei? Ist ja hier Luxus. Ja, komm mal schneller bitte. Ballon. Ich muss ja weiterarbeiten. Jetzt? Ja. So, kriegen wir mal wieder irgendwie ein schönes Rezept. Eine Gartenlaterne. War das die kleine? Ja, ne? Ja, okay. Cool, die passt ja eigentlich auch hier gut hin. Hier hin. Was muss ich kurz überlegen? Hier kommt weiter der Weg. Steinweg. Weil da kommen ja dann Blumen hin. Hier geht's dann nach da. Und hier wäre dann der Aufgang. So. Also ich entscheide das jetzt, dass der da hinkommt. So. Heißt, wir müssten hier noch einen wegmachen. Plateau-Lizenz. Dann kommt hier dann der Aufgang hin. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. So. Ich hoffe, der hat da genug Platz. Sonst müssen wir da gleich noch mal ein bisschen umdingsen. Ich überlege gerade, ob ich hier dann noch einen Zaun hinmache. Aber vielleicht erst, wenn die Aufgänge dann da sind. So. Hier können wir, glaube ich, noch einen dicker machen. So, dann hier auch noch. Obwohl, vielleicht... Oh, Kacke. Das wollte ich nicht. Hier. Vielleicht machen wir hier einfach noch einen dicker. So, und danach geht hier dann der Weg wieder ein bisschen rein. Auch noch. Dann haben wir hier noch den Dreierweg. So. Heißt, hier müssen wir noch ein bisschen am Gewässer herumspielen. Oder den Fluss einfach verschieben. Das könnten wir gleich auch noch machen. Genau. So, hier muss auf jeden Fall auch noch ein Weg hin. So, dann lasse ich das so. Dann verschieben wir den Fluss dann hierher. Ja, genau. Da kann ich da ein Stück gerade machen. Dann können wir hier nämlich dann eine Brücke hinmachen. Will ich da die Brücke haben oder hier? Ich glaube, ich will die da haben, tatsächlich. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, wegen dem Weg. Wenn ich den Weg da weiterführe. Ach, da hinten ist schon wieder ein Geschenk. Ah, die trägt mein Outfit. Cool. Irgendwo hier oben. Ist ein bisschen flotter unterwegs. Ist das diesmal? Da ist es. Da ist es doch. Ein Heiztisch. Okay. Achso, wir wollten runtergehen. Mal eben gucken. So, wenn wir hier den Weg weitermachen. Oh.
Das war wieder verkackt. Super. Und weiter gehen wir hier. 2, 3, 4. Das heißt, wir müssen da eigentlich noch was machen. Ah, müssen wir mal kurz gucken. Ich würde den da nochmal wegtun. Denn wir brauchen ja dann später für die Brücke dann hier irgendwas. Aber will ich die Brücke über eine andere Brücke haben? Das ist so mein Problem gerade. Weil sonst kann ich die da dann auch wegmachen, weil die brauche ich ja dann eigentlich nicht unbedingt. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. So, ja, eigentlich weiß ich nicht. Ich bin noch hin und her gerissen, tatsächlich. Okay, da ist auf jeden Fall die der Weg, wie er dann weitergehen könnte. So, heißt, oh, er wäre dann genau quer durch. Vielleicht machen wir doch eine schräge Brücke. Oder wir machen sie nach hier drüben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dann machen wir den Weg hier so außen herum. Dann können wir hier nämlich nur so einen kleinen Mini-Park machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Tatsächlich. Ja. Ich glaube, die finde ich besser. Als hier den schönen Fluss hier zu kaputt zu machen. Oder wir verbinden das hier und machen den Fluss dann hier erstmal wieder hübsch. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Na, müssen wir mal schauen. So, hier kommt auf jeden Fall noch... Ne, da wollte ich eigentlich nichts mehr hin haben. Komm du mal da weg. Ganz weg, bitte. So, den runden wir jetzt natürlich noch ab. So, perfekt. Ah, gefällt mir eigentlich schon sehr. Hier möchte ich aber auch noch ein Stück haben. Okay, das war ein Fehler. Hier. Und hier auch noch. Sehr schön. So, okay. Sieht noch nicht hundertprozentig richtig aus. Den machen wir hier einfach nur das hier hin. So. Passt das nämlich. Da kommen dann noch Blumen hin. Und ja, dann kommen wir mal zu oben. Wenn ich die jetzt doch so mache. So mache. Okay, ich muss mir erstmal eins kaufen. Ich kaufe mal eben so ein Dings. So ein Dingens. Ich habe so viel Zeugs mit, ich sollte eigentlich eher irgendwas verkaufen. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 22.000 reicht eh nicht aus. Oder Aufgang? Kostet da 10.000 oder 30.000? Ich gehe mal eben verkaufen. Was kann ich denn verkaufen? Ich kann ein paar Fossilien verkaufen. Nee, kann ich gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Muss irgendwas anderes verkaufen. Oh, hallo. Schlepp. Will was verkaufen. Den will ich eigentlich Petrandonos Dings. Heiztisch. Das da. Das. Kann ich hier nur 10 Äpfel anbieten? 500, wir haben 5000. Die Gartenlaterne kann weg. Das kann weg. Polunder mit Hemd kommt in mein Lager später. Streifenshirts können auch weg. Wie viel kriege ich? 8.000? Bitte. 11.000, super, danke. Abgemacht. Abgemacht. So, dann gehen wir mal schnell zum Nook. Zum Herrn Nook.
Oh, hier haben wir noch Geld bauen. Her mit dem Geld. Warte, das sind 30, ne? Kann man doch 30? Oder hatte ich nur Glück? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil mit 30 kann man ja eigentlich auch keinen Verlust machen, wenn man 30 eingräbt. Weil selbst wenn er dann 10.000 rauskommt, dann hat man auch 10.000. Das ist eigentlich echt eine gute Taktik. Ich glaube, die werde ich so weiter behalten. Ja, die werde ich weiter so machen. Weil mit 90, ne? Weil wenn man 90 vergräbt, dann hat man wahrscheinlich auch 90 verloren. Und das ist sehr hart. Das ist dann wirklich sehr hart. So, Infrastruktur. Ich möchte ganz gern einen Aufgang bauen. Aufgang bauen. Oh, wir möchten ganz gerne die Steintreppe nehmen. Und ob. Verzüglich, dann fehlt ja nur noch hier. Ach, stimmt, das kostet ja gar nichts. Das kostet ja nur hier meine eigenen Sternis. Stimmt ja, habe ich vergessen. Sorry, Nook. Das kommt nie wieder vor. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, dann gehen wir schnell weiter. Da. So. Dann gucke ich mal, wenn wir das hier hinstellen. Hier herrichten. Oh nee, in so einer anderen Brücke. Dann muss der hier weg. Ach, schade. Doch hier. Dann bitte hier, okay? Und hier mache ich wieder zu. So, hier bitte. Ich würde ganz gern sehen, mal sehen, bitte. Jo. Ja. Ich überlege gerade, ob ich die so weit drin habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache hier doch noch Dinger hin. Und platziere die dann dahin. Oder ich versuche es nochmal hier. Wenn ich hier etwas weiter hinten stehe. Vielleicht klappt es nämlich hier. So, dann probieren wir mal hier unser Glück. Okay, dann hier. Ah, bitte. Schade. Oh, ich hätte schon gerne da. Ach nee, da soll kein Wasser hin. Da soll kein Wasser hin. Da soll das hier hin. So. Kann ich hier auch einfach so graben? Ja, kann ich. Gut. Sehr gut. So, und zwar so. Dann. Das passt? Okay, das passt. Dann mal sehen, bitte. Ach, dann ist der Weg ja komplett falsch, ne? Ah, da... Nee. Da müssen wir nochmal was anderes überlegen. Also bis jetzt, wenn ich die Brücke da wegmache, ja, dann kann ich nämlich auch den Weg besser machen. So, ich hätte den Weg gerne hier hin. Okay, es ist zu zerklüft. Okay, Leute, die Brücke, die muss da echt weg. Die Brücke muss weg, da muss alles weg. Muss wirklich alles weg. So. Weg damit, bitte. Dann gibt's hier dann halt nur noch hier das hier. Das Plateau ist zu zerklüfft. Und die Brücke kann ich nicht wegmachen. Naja, Leute. Wie viel Platz habe ich für Blumen? Habe ich ein bisschen Platz. Okay. Dann würde ich sagen, ich schnapp mir mal eben Blumen. Da haben wir die Schaufel.
und pflanze dann zumindest schon mal die Blumen dahin. Dann müssen wir halt etwas warten. Obwohl, warte, wir können ja schon mal hier hinten das machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind jetzt nur 6, ne? Ich möchte 7 haben. Ich möchte 7 haben, Leute. Ich möchte echt 7 haben. Ah, da kann ich gerade nicht. Okay, aber egal. Wir können dann schon mal... Ach, das ist die falsche Schaufel. Okay. Können wir jetzt? Nee, okay. Schade. Och, Alter. Nervt mich das hier schon wieder. Nee, ich brauche die Leiter. Ausrüsten. Hoch. Ja, doch, war richtig. Och nee, jetzt der Baum da noch im Weg, oder was? Wenn wir Glück haben, nicht. Wenn wir Glück haben, nicht. Ich hoffe, wir haben Glück. Aber die Blume ist da im Weg. Ist natürlich belastend alles hier. Ja. Och, Alter. Mann, das Bauen ist so... Ausrüsten. Habe ich überhaupt noch was zu essen? Nee, hab ich nicht. Wow. Toll. Egal. Ich glaube, hier unten können wir jetzt schon mal den Aufgang bauen. Ist denn der obrige Baum ist im Weg? Dann haben wir auch wieder ein Problem. Und der ist wetten im Weg. Ach, Alter. Alter Schwalde. So. Na, im Weg? Ja, im Weg. Ich wusste es doch. Ich wusste es. So, wir machen mal sicherheitshalber hier 3 breit. Ach man, dieser Baum, ey. Habe ich hier noch Obst? Oh, hier ist ein Geschenk. Zap, zap. Und was ist drin? Eine Fischerbootflagge, okay, cool. So, 3 Kirschen für 3 Bäume. Mal schauen. Und essen. Yummy. Und essen. So. Dann Leiter. So, dann machen wir den Baum hier mal weg. Schaufel. Und weg mit dir. So, du nährst mich jetzt nicht mehr. Komme ich hier zwischendurch? Ach, nee, natürlich nicht. Ach, egal, dann gehe ich hier hoch. Und mach die Blume einmal weg. Obwohl, vielleicht erst die Bäume. So, und ich auch. Und dann die Blume. Oh, da liegt eine Rübe. Wieso liegt da eine Rübe? Ach, die... Oh, ich glaube, die hat mit Sam da hingelegt. Ja, ich glaube schon. Die hat mir die zurückgebracht. So nett. Sehr, sehr nett und sozial. Oh, ausrüsten wieder runter. Genau, da ich 7 haben wollte, müssen wir hier oben auch mal eben wegmachen. Boah, wie lange nehme ich schon auf? Gleich eine Stunde für das Museum, yay. Und Natina und Sina wollten wir auch noch. So. Gut, du bist weg. Dann brauche ich die Leiter jetzt wieder. Ausrüsten. Und Plateau-Lizenz. So, sind das jetzt 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall noch ein Zaun hin. Ein Zauni. So. Und ab hier käme dann Dings hin. Aber erstmal muss ich da die Wand wieder gerade machen.
So. So. Okay, dann schauen wir mal eben hier. Hierher richten. Schlecht betreten. Oh, Junge, ey. Mein Gott, ey. Nein. So, dann so. Ja, mal sehen, bitte. Ja, guck mal. Ja, ist okay. Ist super so. Sehr schön. Ja. Wie viel kostest du? Oh, doch. Doch so viel. Okay, ich fange schon mal an mit 50.000. Ich will auch noch bei Tina und Sina gucken. Aber ja. So. Das kommt noch hier weg. Und das hier auch. Oh, da kann ich nicht. So, okay. Also, vier Dinger braucht das dann. Vier Dinger braucht das dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier sind auch nur 6. Das heißt, das hier... hier kommt noch ein Zaun hin. So. Habe ich den da hinten schon hingemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, habe ich. Habe ich. Dann käme hier der Weg und hier fing das dann an. Okay. So. Genau so dann. Perfekt. Das heißt, hier kann wieder Erde hin. Ah, und ich brauche meine Leiter. Ausrüsten. Und hier... Oh, ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Oh ne, ich hätte da, glaube ich, vorher diesen Weg dahin machen müssen, oder? Ich guck mal eben hier. Ja, hätte ich machen müssen. Mist, habe ich vergessen. Habe ich vergessen. So, dann kann eigentlich hier noch irgendwo hin genau so ein Baum. Will ich den dahin haben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hier kann ja auch noch ein Fossil hin oder so. Müssen wir mal schauen. So, dich nehmen wir mal wieder. So, ich muss ja erst eine Kirsche essen. Essen. Eine Geldbeule. So, zack. Dich nehmen wir auch mal mit. Ja, und dann hätten wir den Weg eigentlich schon mal hierhin gut erledigt. Würde ich sagen. Na? Na? Hier käme dann der Aufgang hin. Der Sonnenschein. Oh, habe ich wieder ein bisschen verkackt. So. So. Käme hier natürlich ein Dreierweg hin. Weil das Museum ja wirklich sehr, sehr besonders ist, ne? Ja, ja, ja. Und dann rechts und links soll dann natürlich noch ein Wasserfall hin. Das können wir irgendwie dann später mit dem Fluss dann da oben kombinieren. Genau. Ja, dann gehen wir jetzt zu Tina und Sina und dann denke ich, war es das mit diesem Part. Gehen wir mal kurz dahin. Wir können natürlich auch mal eben von unten schauen. Ah, warte, ich habe den Zaun vergessen. Ich wollte da noch Zaun hin machen. Der Aufgang ist hier, dann kommt hier hinter Zaun. So, aufstellen. Also hier einmal. Hier. So. Und hier natürlich. Ach so, hier geht das jetzt gerade gar. Hier geht es jetzt sehr, sehr schlecht. Okay, da unten, das muss ich ja noch machen irgendwann. Okay, dann gucken wir mal eben von unten.
ist das erste, der erste Teil schon mal erledigt. Oh, der Schmetterling war da schön. Ich brauch meinen Schleuder, da ist sie. Oh ne, das ist über Wasser, ne? Tatsächlich ja, glaube ich. Ach, der ist echt schön, der Schmetterling. Haben wir den schon? Ich glaube nicht. Egal, Luftballon. Ich komme jetzt, glaube ich, nicht an dich dran. Oder? Doch. Glück gehabt. Glück gehabt. Falscher Fischschwanzschmuck. Boah, was wir jetzt hier alles bekommen. Das ist ja unglaublich. Oh Gott, was sehe ich denn da? Oh, guck mal, der Königsmantel. Ah. Hallo. Na? Was? Hast du schon unsere Schwester Mina kennengelernt? Sie kommt manchmal noch nimmer an, sie hat große Träume. Ja, danke schön. Aber sie schenkt mir kein Dings mehr. Das ist ja traurig. Traurig, ey. So, Asia-Bluse, okay. Hippie-Tunika. Sind wir jetzt Harvey? Ich glaube, ich würde das nehmen. Eine Nylon-Jacke. Sieht auch cool aus. Den haben wir ja jetzt zum Glück. Oh, eine Riesenschleife. Oh, cool. Wir können Minimaus sein. Im Weiß, bitte. Sonntagskleid haben wir, glaube ich. Was bist du? Eine Toga. Oh, auch cool. Auch cool. Oh, die Maske ist auch cool. Warte, ich möchte aber erstmal die Schleife kaufen. Oh, ich werde hier schon wieder pleite, Leute. Okay, wir kaufen erst das. Ja, können wir direkt tragen, damit wir wissen, was wir gekauft haben und was nicht. So. Ich möchte nochmal rein. Jetzt kaufen wir das hier. Schleife haben wir gekauft. Und die Maske, die ist nämlich sehr, sehr cool. Jetzt fehlt uns nur noch so eine Kapuze. Und ja, zur Kasse gehen. Nee, möchte ich nicht tragen. Sehen wir cool. Ich finde, wir sehen cool aus. Die Toga ist schon cool. Na, tschüss. Nina und, Sina und Tina. Okay, Leute. Ich denke, das reicht dann auch für heute für Animal Crossing. Obwohl, ich habe nur gesagt, wir gucken uns das noch von unten an. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was bringen sollte, dass wir es von unten angucken, aber ich könnte es ja mal machen. Den habe ich schon. Hat jetzt eh keinen Catcher mit. Stimmt. Ah, stimmt, die Blumen. Okay, die Blumen, die machen wir noch eben. Die machen wir noch eben. Ich habe hier... Machen wir es im Wechsel? Machen wir es im Wechsel oder wie? Ja, ne? Würde ich schon sagen. Oder da kommen jetzt zwei andere hin, weil dann können wir hier wieder im Wechsel machen, oder? Oder wir machen das spiegelverkehrt. Das ist auch eine gute Idee. Obwohl, da haben wir nur drei und danach noch, können da noch zwei hin. Hier kann nur eine hin. Hä, habe ich mich verzählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da können zwei hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Sehe gerade was. Ich habe hier den hier gar nicht bepflanzt. Ist ja ein Ding. Okay, da muss ich wohl eben hier mit diesen Dingen hier arbeiten. Och, nee, habe ich jetzt aber gerade keine Lust tatsächlich. So, was tue ich denn da in die Mitte hin? Wie wär's denn mit... Mit... Ja, ne? Ich bin eigentlich für die roten Rosen hier. Okay, dann tun wir in die Mitte rote Rosen. Dann ist ja auch wieder ein bisschen mehr Platz zum Entfalten. So.
Hier auf jeden Fall Rose und Rose. Pflanzen. Pflanzen. Oh, hier ist kein Platz, Alter. Doch, hier ist Platz. Mann. Da auch. So, wo war Gelb? Gelb war... hier. Hier war Gelb. Oh, ne, nicht die Angel. Pflanzen. So. Dann gucken wir, dann brauchen wir noch Rot und Blau von denen. Rot. Achso, ich meinte natürlich die Farben hier. Ups, ich wollte nicht springen. Sorry. Hier kommt also die hin. Und die kommt hier hin. Da. Da ist sie, ja. So, dann fehlen uns noch hier... Vielleicht, ich guck mal hinten, ob wir irgendwelche coolen Gezüchteten schon haben. Die wir mehrmals haben. Mindestens zweimal. Hier hätten wir auf jeden Fall die hier. Diese mit bisschen Gelb drin. Und hier haben wir ganz viele mit bisschen Gelb drin. Heißt, die können wir eigentlich auch nehmen. Oh, das war die falsche. So. Gehe ich noch eben oben gucken. Gehen wir hier mal kurz gucken. Hier haben wir... die sind schön hier. Sind echt schön. Hier hätten wir auch noch zwei blaue davon. Okay. Hier hätten wir zwei von denen. Ich würde sagen, ich nehme mal hier von zwei mit. Wie viel Platz habe ich noch? Habe ich noch Platz? Ne, ich habe keinen Platz mehr für zwei. Okay, dann nehme ich die erstmal mit. Genau, da müssen wir die Tage auf jeden Fall den Fluss dann hier ändern. Und die Brücke, die muss ich gleich noch eben abreißen lassen. Dann kommt hier halt, welche tue ich denn hier hin? Die oder die blauen? Ich bin dafür ein bisschen blau. Pflanzen. Dann kommt hier nämlich die hier hin. So. Das gleiche hier auch. So, die blaue. Und dann hier diese hier. Okay, so, wenn man jetzt hier stehen würde, würde es momentan so aussehen. Und dann, wenn dann da im Hintergrund noch Wasserfälle sind, das wäre natürlich dann obergeil. Aber so würde ich sagen, gefällt es mir eigentlich. Und ja, ich beende den Part. Wir sehen uns morgen wieder. Oder heute Abend zu One Piece. Mal schauen. Bis dann, euer Kamito. Morgen werden wir den Fluss, denke ich, machen. Oder schütte ich den eh zu? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch... Vielleicht machen wir auch nur die Brücke da weg. Und lassen den Wasserfall da rechts. Oder wir machen einen Wasserfall. Hier oben hin. Und dann geht der Fluss dann nach rechts. Und dann wäre das auch in Ordnung. Dann müsste trotzdem die Brücke da weg. Ja, okay, Leute. Ne? Wir sehen dann. Wir gucken mal morgen, ob wir es morgen machen oder übermorgen. Ich weiß es terminlich noch nicht so. Und ja, bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.